Ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Heute mache ich ein Rindergeschnetzeltes. Dazu nehme ich 2 Zwiebeln, 4 Stück Spitzpaprika, 3 Zucchini und Rinderfleisch. Das sind Rinderschnitzel, die schneide ich dann eben klein. Ich schneide alles ungefähr gleich. Und zum Aufgießen, das zeige ich dann, also zuerst brate ich alles an. Und gießt dann mit Rotwein ab oder löscht mit Rotwein ab und gibt dann den Jus hinzu. Den habe ich in einem vorherigen Video schon mal gezeigt, wie man den ansetzt. Werde ich euch verlinken. Mit dem gieße ich dann auf und schmecke das Ganze noch ab. Und als Sättigungsbeilage mache ich dann noch Spätzle dazu. Ja, und das war's dann eigentlich schon wieder. Zwiebel werde ich wieder emissieren. Vom Zucchini schneide ich vorne und hinten etwas ab. Ich nehme den Strunk. Dann genauso halbieren und vierteln. Und schneide die dann eben. Genauso zusammen. Dann die Paprika, genau dasselbe Spiel. Und dann durch und die Kerne raus. Danach kurz auswaschen. Und dann genau wieder, also wieder einmal vierteln. Genau, dann werde ich die jetzt kurz waschen und dann sehen wir uns wieder beim Schneiden. So, Paprika sind gewaschen. Wieder einmal durch. Und dann einfach genauso wie das andere reinschneiden. Das wird jetzt ein guter Ansatz mit dem, Gemüse. Aber da wird es ja dann gleich viel besser, wenn man sehr viel Geschmack da gleich mit hineinbekommt. Mein Geschnetzeltes kann man auf jede Art und Weise machen.
Da passen, finde ich, Spätzle am besten dazu. Dann werde ich den da auch dazu machen. Aber Spätzle ist das im Prinzip ganz einfach. Wenn ihr, also bei 100 Gramm Mehl braucht ihr ein Ei. Ich sage mal in etwa 20 Milliliter Wasser oder Milch. Und dann im gut gesalzenen Wasser kochen. Dann durch die Butter schwenken und mit den, also anrichten, im Teller das Geschnetzelte drüber geben oder daneben. Und dann ist es ein sehr, sehr gutes Essen. Und vor allem wieder ein schnelles Essen. Also ist ja auch nicht schlecht. So, Gemüse ist geschnitten. Dann machen wir jetzt das Fleisch. Die werde ich immer so Stückchen schneiden. Mal schauen, wie ich die am besten. Oder dicke hier nehme. Oder von der Länge. Brät sich dann eh ein bisschen zusammen. Ich wünsche euch allen natürlich ein gutes neues Jahr. Auch was Wichtiges, haben wir ja gerade Silvester gehabt. So, dann haben wir jetzt alles geschnitten. Dann heizen wir mal den Ofen an. Also den Topf mit dem Ofen. Ja, Öl hinzu. Ich verwende auch wieder meine Knoblauchpaste. Hier ist eben mein Jus. Den habe ich im Tiefkühl gehabt. Habe ich jetzt im Vakuumsack. Das habe ich einfach im heißen Wasser liegen lassen. Dass man es eben auftaut. Genau. Und jetzt brate ich dann alles gut an, eben mit Knoblauchpaste, mit dem ganzen Gemüse. Ich tue etwas Senf hinzu und ein paar Preiselbeeren und lösche das Ganze mit Portwein ab. Würzen tue ich mit Salz, Pfeffer, Muskat, habe ich mir schon vorbereitet. Und aufgießen tue ich dann mit dem Jus. Und falls noch etwas Süßigkeit fehlt, dann könnt ihr eben, weil eh schon das Ganze sehr gehaltvoll oder geschmackvoll wird, einfach mit ein bisschen entweder Gemüsebrühe, Fond oder einfach nur Wasser aufgießen und dann einfach wieder abschmecken. Mal schauen, bis zu der Soße bei mir sein wird. Ich glaube, ich werde noch etwas brauchen. Fangen wir mit dem Fleisch an. Dann gleich etwas Knoblauch hinzu, mit dem Teelöffel. Noch gleich einen guten Teelöffel Senf und zwei Teelöffel Preiselbeeren. Na, machen wir drei. Und
Dann gebe ich mal Gemüse hinzu, die Zwiebeln. So. Das Ganze lasse ich dann nachher, wenn ich mit Schü aufgegossen habe, das tue ich gleich über den Würzen mit Salz, Pfeffer, Muskat. Wenn ich mit dem Schü aufgegossen habe und also nach dem Ablöschen, lasse ich das Ganze weich schmoren. So eine gute Dreiviertelstunde, Stunde in etwa, bei mittlerer Hitze, sodass es nur ganz leicht köchelt, bis das Fleisch weich ist und dann kann man sie ihm anrichten, also mit den Spätzlein anrichten, wenn es gewürzt ist. Warum Preiselbeeren? Genau, wenn jemand fragen will, dass das Ganze eine leichte Süße bekommt zu dem mittelscharfen Senf, den ich verwende. Darum eben die Preiselbeeren, dass man eben die leichte Süße bekommt. Und darum auch Portwein, erstens wegen der Farbe und wegen Geschmack. Weil der ist sehr süß. Das Ganze lasse ich jetzt verkochen, also das lasse ich jetzt gut aufkochen und kurz mal kochen. Und dann hat man in kurzer Zeit ein sehr gutes Mittagessen gekocht. Ja, also jetzt kurz kochen lassen. Wer will, kann auch wirklich die ganze Flüssigkeit verkochen, das Ganze wieder etwas mehr anbraten lassen und dann wieder mit Portwein ablöschen. Wegen am Geschmack, aber ich mache das, mir reicht das einmal. Und lasse es eben jetzt runterkochen, ein bisschen. Und gebe dann nachher den Schü hinzu. Und wie gesagt, dann eine gute Dreiviertelstunde bis Stunde kochen lassen. Und dann nur noch abschmecken. Und dann ist das fertig. So, nehme gleich den Schü hinzu. Schauen, dass man alles rausbekommt. Also riechen tut es jetzt schon sehr, sehr gut, eben auch wegen dem Schüler, was gerade reingekommen ist. Weil er hatte schon sehr viel Geschmack. Genau, das Ganze lasse ich jetzt einmal gut aufkochen und dann drehe ich zurück auf mittlere Hitze, also bei mir jetzt auf 5 ungefähr. 4,5, 5. Und dann lasse ich das eben köcheln. Und ich melde mich wieder, wenn es fertig ist. So, das Ganze hat jetzt bei mir schon gute 20 Minuten geköchelt. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr aufgedreht, weil ich gebe noch einen Becher Sahne jetzt hinzu, um den Geschmack etwas abzurunden mit der Sahne. Und ja, das wollte ich euch eben zeigen und lasse das Ganze dann einfach wieder weiter köcheln. Die gute Stunde eben, alles zusammen, bis
das Fleisch eben weich ist. Kann auch ein bisschen länger dauern, je nachdem. Aber normal eine gute Stunde, wenn ihr das köchelt, dürfte das passen. Okay, dann sehen wir uns wieder, wenn das fertig ist. So, machen wir weiter. Jetzt machen wir eben die Spätzle. Jetzt habe ich hier 300 Gramm Mehl. Dazu brauche ich eben drei Eier. Und ich habe mir noch etwas Wasser genommen. Mal schauen, wie viel das ich brauchen werde. Ich würze das Ganze mit Salz und Muskat. Und schlag die Eier hinein. Dann vermenge ich das Ganze gleich einmal ein bisschen im Kochlöffel. Könnt natürlich auch das mit dem Mixer machen. Ich mache das immer recht gern mit dem Kochlöffel. Mein Wasser kocht schon. Das habe ich mir schon aufgestellt. Das Wasser müsst ihr gut salzen. So, geben wir gleich ein bisschen Wasser hinzu. Dass eben die Spätzle einen guten Geschmack bekommen. Weil wenn jetzt da fast kein Salz reingibt, dann zieht das Wasser den Spätzle den ganzen Geschmack und dann habt ihr bei den Spätzlen überhaupt keinen Geschmack mehr. So. Das passt. Teig passt auch. Das waren jetzt gut 20 Milliliter. So. Das Ragout habe ich jetzt nach hinten geschoben. Das köchelt jetzt noch ein bisschen. Ist aber dann auch bald fertig. Und eine Pfanne habe ich mir schon vorbereitet mit Butter, wo ich die Spätzle nachher anschwenke. Also wie gesagt, ich werde jetzt die Spätzle mit der Teigkarte durch das Spätzlesieb drücken. Das werde ich auf einmal machen. Man kann es auch auf zweimal aufteilen, je nachdem. Aber normal geht es von der Menge her. Dann lasse ich das kurz kochen mit den Spätzlen drin. Und dann gebe ich es nochmal in kaltes Wasser, das habe ich mir schon vorbereitet. Und dann schmecke ich es in Butter an. Und dann kann man schon essen. Wie gesagt, hier habe ich eben das kalte Wasser zum Abschrecken. Dann kleben die später auch nicht so fest aneinander. Aber wenn sie dann in Butter anschwenkt, das ist ganz wichtig, dann kleben die sowieso nicht mehr so aneinander. Was man jetzt zum Beispiel schon machen kann, ich zerlasse jetzt gleich mal die Butter. Müsst ihr dann aufpassen, dass es nicht überkocht. Ich habe gekannt, statt dem Wasser, was ich hergenommen habe, bei den Spätzle auch Milch verwenden. Aber ich mache das immer recht gern mit Wasser statt mit Milch. Aber ihr könnt natürlich genauso gut mit Milch machen. Na. Einmal übergekocht. Und ich sehe wieder nichts.
Der schmilzt wieder. Das Ragu schalte ich mal aus, weil das ist ja eh schon fertig. Spätzle lasse ich nochmal hochkochen. Gleich ins kalte Wasser rein. Kurz mal durchrühren. Und dann kann ich schon den ersten Schöpfer nehmen. Lass ich ein bisschen abtropfen und dann gleich in die Butter gebe ich gleich noch ein bisschen etwas hinzu und ein bisschen was. Das mache ich jetzt eben auf mehreren Malen. Die lasse ich jetzt ein bisschen anrösten mit der Butter. Es gibt auch nochmal einen guten Geschmack und dann sehen wir uns wieder, also beziehungsweise ich lasse ich das jetzt noch mal laufen und dann zeige ich euch noch, wie ich anrichte. Ja. Würzen müsst ihr jetzt nichts mehr, weil das Wasser war eh gesalzen, wir haben auch den Teig gesalzen und mit Muskat gearbeitet. Und die Butter gibt auch noch mal extra Geschmack. Schau, dass die eben leicht Farbe ziehen, dass sie leicht goldbraun werden und dann richtig an. Und dann melde ich mich wieder. So, und jetzt der fertige Teller. Und ich wünsche euch guten Appetit.